Die Heimat in dir selbst. Gewohntes erkundet das mögliche Weitere. Jeder kennt den Begriff Heimat. Heimat ist etwas Vertrautes. Heimat ist etwas Gewohntes und Vertrautes. Also nicht zu unterschätzen, dass natürlich Heimat sich dadurch nähert, dass wir wissen, oh, das ist also das, was ich kenne und das kenne ich viele Male und wie oft bin ich diesen Weg gegangen, wie oft habe ich dieses Haus betrachtet, wie oft habe ich darin geschlafen und Regen gehört und Sonne habe scheinen sehen und all diese Möglichkeiten und dieser Ort, der mir so vertraut ist mit den Geschäften und den Menschen, den Bekannten und den Freunden und der Verwandtschaft und so weiter und so weiter. Dieser Begriff Heimat ist für uns Menschen sehr rudimentär, weil es so etwas wie eine Verwurzelung darstellt. Das sind die Wurzeln unserer Kultur, unserer Sprache, unserer Familie und vor allen Dingen auch, es sind die Wurzeln unserer Selbst, also deines Ichs oder deines Selbstverständnisses oder deiner Art, wie du eben als Frau oder als Mann bist. Das heißt, du solltest in dir beheimatet sein, die mit dir zurechtkommen, es dir immer wieder auch bequem machen können, dich ausruhen können, dich erholen können in deiner Heimat, in deiner inneren Heimat, mit deinem Verständnis von der Welt, mit deinen Möglichkeiten des Denkens wie auch des Nichtdenkens, des Innehaltens und all der Möglichkeiten, die du als Konzept im Laufe deines Lebens in dir selbst erschaffen hast. Und dann vielleicht mal entdeckt hast, dass du nicht nur du selbst bist in deiner Heimat, sondern dass vielleicht sogar das Heimatliche noch etwas Umfassenderes ist, aber etwas in dem Sinne besinnlich Gewohntes ist, das du brauchst in deinem Leben, um tatsächlich immer wieder existieren zu können, also um dich selber geradezu schöpfen zu können und die Möglichkeiten zu haben, dein Leben zu gestalten. Und natürlich ist die Heimat auf der einen Seite etwas Grundlegendes, zu dem wir immer wieder zurückkehren, wo wir immer wieder heimatliche Gefühle entwickeln und froh sind, dass wir in diese Geborgenheit hineingehen können oder zurückgehen können und dieses Gewohnte eben haben, aber eben auch aus dem Gewohnten heraus, aus der Heimat heraus, aus der Heimat deines Selbst hinaus in etwas anderes zu gehen. Also aus dieser Grundgeborgenheit, wie in einem familiären System, wie bei deiner Mutter oder bei deinem Vater, hinauszugehen in die Welt und die Welt eben neu zu entdecken. Stell dir ein Kind vor, das dieses Heimatgefühl hat und eigentlich sehr geborgen ist und behütet ist, aber trotzdem die Tendenz hat und auch Tendenz haben muss, sich immer wieder hinaus zu bewegen in die Welt hinein, um spielerisch diesen Baum da hinten zu erkunden, auf ihn hinaufzusteigen oder den Berg zu besteigen. Reinhold Messner hat das mal sehr schön beschrieben in seiner Heimat in Südtirol, wie er dann in die Nachbarberge gegangen ist und auf die einfach hochgeklettert ist, mit einfachsten Mitteln hochgeklettert ist und immer weiter entdeckt hat. Das heißt also einerseits dieses Heimatgefühl, das alles trägt und dass diese Art von Urgeborgenheit in unserem Leben darstellt, mit allen Konzepten, allen Erinnerungen, all den Erlebnissen, die wir hatten oder die wir haben. Und auf der anderen Seite eben dieses Gewohnte erkundet tatsächlich aus dem Gewohnten, aus der Umgebung des Gewohnten oder Beheimateten heraus das mögliche Weitere. Das ist das Entscheidende bei der Sache. Das heißt also, die fremde Welt oder die vermeintlich fremde Welt, aus der es hinaus erkundet, in eine neue Welt oder in neue Welten hinein, die sich natürlich auch dann immer wieder darstellen und ergeben und die uns einfach anziehen, weil wir natürlich dort auch so ein Stückchen des Altbekannten oder des vermeintlich Beheimateten entdecken oder wieder neu entdecken, aber eben auch was anderes entdecken. Das heißt, Dinge entdecken, die dann später vielleicht auch mal in der Folge wieder zu einer Art von Heimat werden können. Das heißt also, da sich tatsächlich dieses Gefühl wieder neu einpflanzt und eben auch wieder neu wird in der Form. Und insofern
Wenn du heimatlos bist oder immer wieder das Gefühl hast, nicht beheimatet zu sein, also nicht zurückkehren zu können in das Heimatliche, wie gesagt, eben auch in dir selbst, also in deine Eigenart, in dein spezielles Dasein, wer du bist, also wirklich auch in dem Sinne der Individualität und dessen, dass du so, da, so sein darfst, wie du bist und deine, meinetwegen, Abwehrkonzepte bedienst, die du hast, also deine Gewohnheiten, die du dann auch hast und die Heimat sind, es dir ermöglichen, dich wieder zu erholen aus der Erschöpftheit heraus, beziehungsweise die Welt aufgrund dieser Grundlage tatsächlich immer wieder neu zu entdecken und zu probieren und zu explorieren. Und Exploration ist erst dann möglich, wenn wir tatsächlich nicht heimatlos sind, sondern wenn wir diesem Heimatgefühl in uns trauen und dem auch immer wieder vertrauen und wie gesagt im Gedächtnis auch was zurückgreifen können oder tatsächlich ganz reell dahin zurückkehren können. Nehmen wir mal an, du machst eine Weltreise und du bist jetzt jahrelang unterwegs auf einer Weltreise und machst so ein YouTube-Vlogging oder sowas in der modernen Zeit und lernst wahnsinnig viel kennen, hast unheimlich viele Eindrücke und es ist eigentlich was unheimlich Schönes, aber du hast zwischendurch immer wieder das Gefühl, ich muss zurückkehren zu der Heimat oder doch zumindest eben zu der inneren Heimat, also zu dem zu dir kommen, immer wieder zu dir kommen, mit dem Alleinsein, das so wichtig ist für uns auch, damit dieses innere Heimatgefühl wieder bemerkt werden kann und wertgeschätzt werden kann, damit ich eben dann weiterreisen kann oder was auch immer ich tue in meinem Leben, das andere eben möglich ist. Also ich will damit tatsächlich sagen, dass wenn wir dieses Urheimatgefühl nicht haben, und ich nenne es bewusst hier nicht psychologisch den und jenen Faktor, sondern tatsächlich mal den Begriff Heimat, dann wird es nicht möglich sein, wenn wir heimatlos sind, dass wir das andere entdecken. Also es gibt viele Menschen, bei denen hat man den Eindruck, die suchen nach Heimat und die erkennen ihre eigene Heimat noch gar nicht oder sie verneinen sie oder sie wehren sie ab. Oder sie versuchen sie zu negieren und sagen, ah, ich hatte keine Heimat, ich habe keine gescheite Kindheit gehabt und die Berufsausbildung war blöd, ich habe niemals ein Heimatgefühl gekannt und deswegen ziehe ich heimatlos auf der Suche nach einer Heimat in die Welt und finde aber diese Heimat nicht. Sondern dann ist das dazu verdammt, geradezu hat man manchen Eindruck bei den Menschen, dass sie niemals ankommen. Und dieses innere Ankommen, das ist das Gefühl. Dieses eigentlich schon, ich bin ja schon gewurzelt worden, ich bin ja schon geboren worden, ich hatte ja schon eine Heimat, egal wie die ausgesehen hat. Und die äußeren Dinge sind die eine Seite davon, aber das Innere ist das Wesentlichere, zu sagen, so, letztendlich vertraue ich mir selbst und letztendlich bin ich in mir beheimatet und finde immer wieder zurück zu dem Ursprünglichen. Auch wenn ich im Bett liege und wie ein Embryo in einer Embryohaltung dann untröstlich einschlafe und mich verletzt fühle oder eben depressiv bin vorübergehend, dann ist es immer noch das, was eben diese innere Heimat in sich trägt und in sich geborgen macht. Also dieses Geborgenheitsgefühl besteht, auch wenn, wie gesagt, das andere nicht da ist. Idealerweise ist es natürlich so, dass beide Sachen, die Erinnerung an das, was ich erlebt habe in der Kindheit und all das trägt und eben das Innere auch da ist. Und deswegen lass dir nicht von irgendjemand deine Kindheit schlecht reden oder rede dir deine Kindheit schlecht. Es gibt genügend Anlässe in deiner Kindheit, wo du auch diese Grundgeborgenheit hattest oder eben das Heimatgefühl deiner Kindheit, deiner frühen Kindheit oder deines, wann auch immer, auch wie auch immer, oder wie lange du auch immer zu Hause gelebt hast in deiner Heimat. Es hat auf jeden Fall immer einen Grund und es gilt es nur zu entdecken. Also das zu entdecken, zu bemerken, das war so uns egal wie, aber es ist eben deine Heimat. Also das, von dem du auch wieder ausgehen kannst und was du benötigst, wurzelnderweise, um Neues entdecken zu können und um mit dem Neuen auch dann zufrieden sein zu können. Also nicht diese vielen Menschen, denen das gar nicht bewusst ist oder wie gesagt, die das negieren, die das verdrängen, die das nicht wahrhaben wollen, die sich das schlechtreden, die das entwerten,
dass sie dieses Heimatgefühl gar nicht haben. Also sowohl von der reellen Erinnerung, wie gesagt, als auch dieses innere Heimatgefühl. So, du bist wertvoll an sich und du bist so gewollt und deine Art, wie du bist, die ist vollkommen okay. Erst dann, wirklich erst dann, das hier zum Schluss dieses kurzen Audios nochmal. Der Ausblick, erst dann, wenn du das hast, kannst du tatsächlich schaffen, auch etwas Neues zu entdecken, das auf dem aufbaut und das durch das, durch dieses Heimatliche tatsächlich begründet ist. Erst dann ist es vollkommen und es ist eine Art von Ganzheit, die entsteht und die es dir ermöglicht, ja, in die Welt hineinzuschreiten, buchstäblich.